Merke yeah. det! Und somit grüßt zurück zu dem wunderschönen Format äh, Eure Kommentare im Fokus. Heute befassen wir uns mit einem Kommentar vom Ghost 01091. Genau. Und zwar, jener hat mir unter diesem Community-Tab-Post von mir, blende ich dir jetzt ein, äh, zum Thema Generation Zero folgendes geschrieben. Cool, hast du es. Cool, du machst es jetzt auch. Ja, das Spiel ist schon geil. Es ist so eine Hassliebe. Ähm, ich schrieb, das muss ich vorher noch dazu sagen. Ich schrieb im Community Tab folgendes: Grüß euch. ich weiß, ich bin lästig, aber ich mag den, die Community Tab Funktion. Ähm, 6,89 Euro Cent verlangen Systemic Reaction für ein Dreirad Update. Drei Stück erhält ihr für den Preis. Das Update ist 20 Gigabyte groß. Das Bild zeigt euch meine Idee zum Spiel. Scherengarten zuerst komplett auf dem Guerilla-Schwierigkeitsgrad. Ich nehme den Scherengarten mal auf, bastel dazu mal ein neues Intro und den Intro-Song. Mm -hmm. bla Grund für das Ganze, die Geschichte und was? Die Geschichte und und die finde ich wirklich gut. Äh, der Scherengarten folgt 2024. Sage euch noch früh genug Bescheid. Liebe Grüße. Gut. Also. Ähm, Vorerst mal an dich, Ghost, und wenn es dich interessiert, wenn du äh, kurz durch Burm Zug auf dieses Video gekommen bist, oder jemand, der mich schon länger verfolgt, ähm, gibt sicher laut meiner Umfrage gibt es noch einige Interessenten für dieses Spiel. Ähm, Folgendes. Ich muss jetzt etwas ausholen. Zuerst einmal muss ich jetzt über dieses Update reden. Und auch über meine derzeitige Meinung über dieses Spiel reden. Das Grundgerüst habe ich schon hundertmal erwähnt, auch, in den letzten, auch im letzten ähm, Durchlauf Generation Zero Guerrilla, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Habe ich es auch schon hundertmal erwähnt, oder 2000mal. Das Grundgerüst des Spiels gefällt mir einfach. Schweden, die Maschinen, der Kampf mit den Maschinen und die Geschichte. Das Problem, was durch das neue Update hinzugekommen ist. In der Videobeschreibung, ihr könnt gerne oder auch du Ghost kannst mal gerne beim U40 vorbeischauen, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, hm. Sympathischer Kerl, gibt's gar nichts. Ruhig und gelassen, dagegen bin ich ein aufbrausender Vulkan vom Temperament her. Und zwar folgendes. Das neue Update mit diesen 20 Gigabyte Größe und den Dreirad DLC hat ein großes Problem mitgebracht. Für die einen mag es super sein, für die anderen eben wie mich ein Problem. Jedem das seine, mir das meine. Genau. Und zwar folgendes. Du kannst auch hinunterschauen beim Ü40 im Video. Ich habe ihm einen Kommentar hinterlassen. Ich lese ihn dir jetzt mal vor. Servus Ü. Klingt interessant das Ganze. Aber es gibt da etwas, das die Entwickler dringend anpassen sollten. Die KI der Maschinen und den eigentlichen Levelbaum. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist man irgendwann, levelt man alles mit Plus xx% mehr Schaden und hat bereits Level 31 bis 99, ist man den Maschinen mehr als nur überlegen. Die Maschinen leveln nur bis Level 31 mit dem Charakter mit. Dasselbe Problem ergibt sich im Guerilla-Modus auch. Heißt für mich, Maschinen level auf 99 genauso wie der Charakter. Und vor allem, wenn man zum Beispiel 1000 Stunden im Spiel hat, man kennt die Angriffsmuster der Maschinen, sollte man. Ähm, die KI dieser Maschinen, egal ob schwedisch oder sowjetisch, bearbeiten bzw. anpassen. Liebe Grüße, Kenny. Was meine ich damit? Ich blende dir jetzt mal den Levelbaum ein von Generation Zero. Du hast jetzt die verschiedenen Spalten und überall befindet sich irgendwo etwas mit automatischen Waffen plus 20% mehr Schaden. Diese Waffe bloß 20% mehr Schaden, dort 20% mehr Schaden, dort, 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 dort. Gut. Spielst du jetzt auf dem Guerilla-Schwierigkeitsgrad und du hast Level 31 erreicht. Bist du auf Level 32, sind die Maschinen dennoch immer Level 31. Jetzt aus meiner derzeitigen Erfahrung bzw. aus meinem derzeitigen Wissen. Sollten die Entwickler das angepasst haben, bitte berichtige mich. Wenn ich jetzt aber Level 70 bin, den Levelbaum mit allen plus Prozent mehr Schaden gelevelt habe, laufe durch das Spiel auch auf den Guerilla-Schwierigkeitsgrad ja auch nur mehr durch bis zum Santa nimmerlein stalk das Erste Punkt. Der nun folgende Punkt ergibt für mich das nächste Problem. Und zwar, wenn du dir das Video vom Ü anschaust. Ich für meinen Teil habe mir jetzt nur einen Screenshot gemacht, damit ich dir das ungefähr zeigen kann. Oder erzählen kann. Anschauen bitte. Der Ü geht auf das Thema eh ganz gut ein. Ich erkläre es jetzt nur mit meinen Worten. Und zwar, nehmen wir das Beispiel her, du rostest da das Maschinengewehr PM-71. Das ist von Haus aus schon extremst stark. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad säbel ich da da an, an FNIX tank in, in wenigen Minuten weg. Das sagen wir es jetzt ehrlich, wie es ist. Ähm, du kannst es her, gell? Du hast jetzt deine verschiedenen Waffen, zum Beispiel auch das Sturmgewehr AI-76 und... Da gibt verschiedene bei den Waffenumbauten, was da halt gibt, wo du auch ähm, in einen anderen Kasten oder in einen anderen, wie sagt man da, keine Ahnung, du hast Waffenumbauten auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du die Herstellung von verschiedenen Sachen wie äh, Medipacks und hin und her und bla, bla bla Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ich möchte die Waffe... Oder den Schaden, den die Waffe macht, erhöhen, gehe ich auf Waffenumbauten und dann hast du zum Beispiel Primär und Sekundärschäden. Oder das sagen wir, ja, du kannst das aussuchen, was halt dann den Charakter bzw. diesen das besser macht. Genau. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ich möchte zum Beispiel äh, nochmal 20% mehr Schaden machen. Aus der Entfernung. Warte mal ganz kurz. Uh -huh, uh -huh. Genau so funktioniert das. Aus der Schadens, ähm, oder aus der, aus der Entfernung mache ich 20% plus zusätzlichen Schaden an den Maschinen. Und durch je näher ich dann rankomme, ist die Schadensreduktion auf 40% erhöht. Also ich mache dann eigentlich auf, auf die, auf die Distanz im, im Nahkampf mache ich dann eigentlich keinen Schaden mehr, so gesehen. Ne? reduziert sich der Schaden um 40%. Jetzt stell dir einfach einmal vor, du nimmst eine Waffe. Irgendeine ist jetzt scheißegal. Ähm, du haust jetzt alles, was du im Levelbaum findest, mit bloß 20% mehr Schaden drauf. Du nimmst jetzt noch das, was ich dir jetzt erzählt habe. Zwecks Waffenumbauten aus diesem Update mit die plus 20% Schadenserhöhung noch dazu. Dann bist du eigentlich im Guerilla-Schwierigkeitsgrad auch ein, ich sag's mal, Gott. Bei einem Reaper kann man das auch noch vorstellen, dass das relativ nützlich sein könnte. Weil, wenn du es hergehst im Guerilla-Schwierigkeitsgrad kein Waffenpack hast, zum Beispiel, oder, ja, dann wirst du eine Zeit lang brauchen. Ich weiß es selber aus meiner Erfahrung. Ich habe damals zum ersten Mal mit dem Reaper, ne, ich glaube, eineinhalb Stunden braucht, bis ich ihn fertig gehabt Jetzt, wenn ich das Ganze angehe, Generation Zero, das Ganze hat mehrere Probleme. Ich muss mir das erst aus, ich muss mir das erst einmal überlegen, wie ich das Ganze angehe, weil, Boah, einfach will ich mir das Ganze nicht machen. Ich blende jetzt das Ganze nochmal ein. Und zwar in Scherengarten komplett. Am Ende des Startgebiets, also Scherengarten, ist Level 15 möglich. Das habe ich selber schon ausprobiert. Weil die Map ist riesig, die Geschichte, Guerilla-Schwierigkeitsgrad im Fokus. Ich schrieb hier Waffenpacks. Alle. Keine Motorräder. Basenbau inklusive Verteidigung. Normal und schwer. FNX Rising Alpine unrest. Das Normal in der Basisverteidigung, da ma weg. Genau. Die Motorräder, da ma nix. Wie ich, ich kaufe auch dieses 7-Euro-Update nicht. Interessiert mich gar nicht. Jetzt stellt sich mir nur die Frage mit den Waffenpacks. Genau. Ähm, hm. Die Waffenpacks sind derzeit für mich das größte Problem. Ich könnte, ich könnte, auf, die, auf jeden Fall das mit den Rivalen möchte ich dazu nehmen. Das ist einmal ganz klar. dies Basenbau möchte ich machen, Verteidigung möchte ich auch machen. Jetzt stellt sich für mich nur die große Frage: Was mache ich mit den Waffenpacks? Ich werde mir ein Waffenpack heraussuchen. Kurzen Augenblick. Nase juckt, ich will mich sicher nur ärgern. Ich werde mir ein Waffenpack heraussuchen. So werden wir es machen. Genau. Und ich glaube, das ist die wirklich beste Idee, die man haben könnte. Ein Waffenpack suche ich mir heraus. Und zwar, ich werde das kleine nehmen mit der MP71. Genau. Dass ich oben hinaus... Äh, ein bisschen ein bisschen dagegen halten kann. Sagen wir es jetzt einmal so. Ich werde zwar meine 31 Levelpunkte werde ich zwar mit plus 20% mehr Schaden werde ich zwar weiterhin beibehalten, ich werde aber dahingehend auf das Waffenumbauen verzichten. Genau. Und sobald ich experimentelle Waffen bekomme, bekomme, werden wir die mal auf Zeiten legen, alles auf dem Guerilla schwierigkeitsgrad ja? Werden wir die auf Zeiten legen, und werden uns mit normalen Waffen gegen, jetzt zum Beispiel Apokalypse-Tanks, FNX-Tanks, Rivalen, Reaper, mit normalen Waffen auseinandersetzen, werden aber zusätzlich auf die experimentellen Waffen verzichten. Ergo, der Reaper wird lang dauern. Genau. Hat mehrere Gründe. Ich muss aufpassen auf die Performance. Was du im Ganzen, die ganze Zeit schon im Hintergrund siehst, ist ein, eine Probeaufnahme mit einem neuen Aufnahmeprogramm, inklusive, äh, was noch? Ja, schau einfach zu, du siehst das eh hin und her, bla bla bla. Ich möchte das ganz anders aufzeigen. Oben raus. Ich werde dich, so sobald diese kleine Staffel im Scherngarten vorbei ist, werde ich mir bis dahin etwas überlegen, wie ich das Ganze oben raus gestalte. Ich habe da oben geschrieben, danach relativ linear. Von Mission zu Mission. Wie das genau kommt, wo sie heiden. Den Scherengarten machen wir komplett. Genau, habe ich auch schon gesagt. Ja. Ich glaube, mehr gibt es eigentlich eh nicht dazu zum Sorgen. Ähm, Solltet dir vielleicht was einfallen? Na, wir machen das einfach so. Hier wird schon 14 Minuten geschwafelt. Wir werden das Ganze jetzt einmal so stehen lassen. Ich werde mir das nochmal genauer überlegen. Generation Zero ist jetzt vorab mal deinstalliert. Ich werde es nochmal installieren und werde dann nochmal ein paar Proberunden drehen. Wie ist die Performance? Im Hintergrund sieht's das eh. Ähm, Im Video habe ich dann im, in, der, in dieser Aufnahme. Äh, habe dann glaube ich gesagt vorwegen weil da auf diese auf die Bäume geschaut auf die Texturen der Bäume habe ich habe ich das Gaudi aus also ähm stell dir einfach vor der Charakter dann Fleck am Aug. Drum schaut es so scheiße aus, ne? Ja, gut. Eine Viertelstunde ist jetzt vergangen. Wie gesagt, in der Videobeschreibung ist das Video vom Ü40 Zocken drinnen. Äh, sympathischer Kerl. Hinterlasst einen Daumen nach oben, das sonstiges um, bitte seid freundlich zu ihm, weil er ist auch sehr ein sehr sympathischer Kerl. Und sobald ich mehr weiß, werde ich nochmal ein In In Info-Video dazu machen. Genau. Also dann, ich wünsche dir alles, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass du hast ein bisschen ein gaudi gehabt. Hast. Gaudi. Um, ja, ich hoffe, dir hat jetzt gefallen und ich hoffe, Ghost ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, ähm, wenn das. Ich bin ich bin wirklich überrascht über die Teilnahme im Community Tab. Weil es geht schneller als jetzt so ein Infovideo gestalten. Genau. Bis zum nächsten Mal. Und dann, wenn es soweit ist, kläre ich noch nochmal auf über das Scherenkarten oder über das ganze Let's Play da. In puncto Generation Zero. Auch getreu dem Motto. Jetzt wirklich zum letzten Mal, so wie es auch für YouTube bei derzeit Fallout 4 macht. Genau. Bis zum nächsten Mal. papa.